So, ich hätte gern wieder mein, hätte ich gern mein Rondell? Nee, das machen wir anders. Das machen wir anders. Ich hätte es mal trotzdem hier lassen sollen. Ich lasse es auch nochmal da. Die lasse ich mal da stehen. Ja. Das wird jetzt, es rotiert jetzt mal nicht rum. Das ist zwar nett, aber, so wirklich brauchen tue ich das spontan mal nicht. Ich hätte gern trotzdem einen gewissen Abstand. Ist immer schön, wenn man einen gewissen Abstand hat im Leben. Und hier noch trotzdem noch einen zweiten Weg daneben. Ich weiß nicht, was ich alles hier erforschen werde, aber ich denke mal, es könnte eventuell noch ein bisschen komplizierter werden als das bisher jetzt vorhandene. Na, mal so gesehen. Deswegen so ein bisschen zukunftssicherer spielen hier. Oder bauen vielmehr. Das ist ja kein Spiel, das ist ja ein. Das ist doch kein Spiel, das ist ein Bauplatz hier. Wir sind im Zuge der Wissenschaft hier unterwegs. Das ist wichtig, dass wir ernst bleiben und ernst an diese Sache rangehen. Das ist sehr wichtig. Ha, ernst. Rohre wollte ich jetzt gar nicht herstellen, ist egal. Sind auch nie weg. Muss man da mal feststellen, sind auch nie weg. So. Dann natürlich auch noch Strom dran. Fantastisch. Und damit wird geforscht. An Elektrotechnik. Mit Strom wird geforscht. Ist auch so ein bisschen dezent ironisch. Aber passt schon. Wobei Strom heißt ja nicht automatisch, dass man Elektrotechnik macht und kann. Mal so gesehen. Das heißt einfach nur Strom. Dass man damit noch Krams machen kann im Sinne von Technik, das ist ja dann noch was anderes. Ich hätte gern sehr viel mehr Eisen und einigermaßen viel Eisen wird gerade mal drauf verwendet, um Zahnräder herzustellen. Beziehungsweise eigentlich stellt sich gerade mal überhaupt nichts her hier. Weil es kommt eigentlich nicht viel Eisen rein, mal so gesehen. Das ist eigentlich ziemlich lächerlich gerade mal. Deswegen, ich brauche mehr von den Teilen hier. Die flattern zwar ordentlich vor sich hin, aber das ist noch nicht unbedingt schön. So, deswegen muss ich mir mal ein bisschen was klauen hier, ein bisschen ein paar Eisenplatten, damit ich mir noch mehr davon anfertigen kann. Naja, sollte aber gleich passen. Na, wie viel braucht das denn? 8 von 10, ja. Aber das braucht ja noch, da wird quasi immer mit einberechnet, was man da noch alles dann mit herstellt und was auch nicht. So, da mal direkt ran. Ich sollte das ein bisschen beschleunigen. Und die entlegenen Sachen werden wir dann halt, keine Ahnung, was da genau dann passieren wird, was man da dann für Ressourcen dann noch bekommt. Ich denke mal, Eisen und Kupfer würden auch hier rauskommen. Steht ja nicht dran, mal so gesehen, ne? Deswegen, das wird, letztendlich die Rohstoffe, das, was man an Rohstoffen hat, es sind 4 verschiedene Sachen, die man in solchen Feldern abbaut. Einmal Kohle, einmal Eisen, einmal Kupfer, einmal Stein. Aber Stein ist begrenzt interessant. Und Kupfer und Kohle und Eisen, das sind halt 3 Sachen. Das heißt, man müsste theoretisch 3 verschiedene Felder immer wieder neu erschließen. Aber die eigentliche Hauptproduktion, die ganzen anderen 50 bis 100 Gegenstände, die man herstellen kann, die muss man ja nicht immer neu aufbauen. Das kann man ja immer zentral an seiner Stelle da behalten. Und einfach nur Schienensysteme dann zu den entfernten Ressourcenquellen haben. Das ist der eigentlich trickige Teil hierbei. So, Automatisierung 2. Ja. Läuft. So. Versucht man das Feld immer möglichst irgendwie abgedeckt zu haben. Damit, wenn irgendwas mal leer ist, dann ist zumindest alles leer. Dass man da nicht irgendwelche kleinen Fitzel hat, die noch über sind. Weil das wäre dann albern. Das wenn, ne, dann ist man auch gründlich. Guck mal, Kohle ist voll. Hier die Versorgung mit Treibstoff, mit Brennstoff hat super funktioniert bisher. Klammern wir mal ein bisschen Kupfer, hier Eisenplatten ab. Ich mach noch mal mehr Eisen, wir brauchen das. Das wird auf jeden Fall gebraucht. Zu welchem Zeitpunkt genau, ist noch unklar, aber das wird auf jeden Fall gebraucht. Beziehungsweise ist eigentlich vollkommen egal, zu welchem Zeitpunkt. Irgendwo braucht man das immer. Es ist erstaunlich, wie viel Eisen immer irgendwo für drauf geht. Habe ich zumindest so die Beobachtung gemacht oder den Eindruck gehabt. Man hat irgendwie tonnenweise Eisen, man denkt sich, boah, hier sind keine Ahnung wie viele Unmengen Krams im Boden, aber irgendwann ist das Feld leer. Und gefühlt hat man nicht viel gemacht, außer ein bisschen geforscht. Und natürlich die ganze Anlage aufgebaut hier, aber gefühlt denkt man sich, ne, hier, ich habe keine Ahnung, da habe ich ein Feld mit 100.000 Eisen. Da denkt man sich, boah, das mache ich nie leer. Aber meine Güte, für die Forschung und das alles geht ziemlich viel drauf. Also Forschung ist wirklich das Teuerste, was man
macht. Bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, bis man weit geforscht hat. Und dann muss man dann welche teuren Raketentreibstoffe und sowas herstellen. Keine Ahnung, wie das dann aussehen wird. So weit war ich bisher noch nicht. Automatisierung 2 haben wir gemacht. Da ist auch kein Forschungsknopf. Ah, ne, der ist da noch bei. Okay. Ich dachte gerade, hä? Warte mal, was hat sich denn, was war denn gerade als Anzeige hier im Bild? War überhaupt eine Anzeige da? Ich habe gerade mal keine Ahnung. Hat jemand eine Anzeige von euch geschaltet? Nee, ne? Vermutlich nicht. Aber noch einen, da kann man wirklich nicht genug von haben. Das staut sich da jetzt so langsam an. Das ist schön. Das heißt, wenn ich das hier hin mache, nein, machen wir es hier hin. Kann ich das hier einfach da runterziehen. Zack. Wunderbar. Zwei Stück fehlen dann da noch. Und dann wäre das mal ein bisschen schöner gemacht hier. Dann wäre das zumindest schon mal heile. Das ist nämlich dann toll und schön. Hier könnte man halt das Eisen dann noch weiterführen. Hier das Kupfer noch weiterführen. Das heißt, man könnte dann hier noch ganz viele andere Sachen machen. Ich werde mal gucken, dass ich hier quasi so zwei Hauptspuren habe mit Kupfer und Eisen. Dass man hier nach oben dann entsprechend die andere Produktion macht. Oder hier unten meinetwegen irgendwie durchzieht. Das wäre mal ganz schön, dass man das einigermaßen zu den anderen Seiten dann erweitern kann. Dass man hier so eine Hauptlinie hat mit den Rohstoffen, mit den wirklich grundlegenden Rohstoffen. Da dann quer halt wie so eine Art Gittersystem dann den anderen Krams. Das wäre mal schön. Fortgeschrittene Technik kann ich noch nicht ohne Grünkrams. Das heißt, wir sollten grüne Fläschchen erforschen. Das wäre mal sehr sinnvoll. Verteidigungstechnik. Ich hätte gerne eine Weste. Die ist auch gleich fertig schon. Also nicht die Weste, aber die Forschung. Und theoretisch. Wie viel haben wir hier? Ja, deswegen hätte ich eigentlich gerne so einen Kreislauf, damit sich das dann nicht so ewig staut. Aber das kriegen wir schon hin. Nö, forschen direkt die nächste Weste an. Passt schon. Wir brauchen Wissenschaftspaket 2. Nicht selbst herstellen. Nö. Ja, kannst du auch machen, aber ist doof. Hergestellt aus Greifarm und Fließband. Das heißt, wir müssen gucken. Fließband, Eisenplatte, Zahnrad. Das heißt, wenn ich schlau wäre, würde ich das direkt hier machen. Wenn ich schlau wäre. Bin ich schlau? Ja. Ich guck mal kurz nach. Vielleicht. Ich glaube, dadurch, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, bin ich fast schlau. Ich würde aber vorher fast wirklich sagen, ich hau mal ein bisschen mehr davon raus. Wobei ich da nicht so viele von habe. Das ist natürlich doof. Dann machen wir es anders. Dann klaue ich mir einfach mal welche. So, und baue die dann hier oben hin. Das ist schlau. Das ist total crazy. Weil warum ist das? Achso, ja, der eigentlich schlaue Teil wäre gewesen, hier mal Ausladestationen ranzupacken. Das wäre sehr viel sinnvoller. Was ist das hier für eine Verbindung, ey? Das ist ja furchtbar. So. Das wäre jetzt sehr viel schlauer gewesen. Und ist es jetzt auch tatsächlich. Immer diese Ärmchen, dass immer jedes Ding einen eigenen Arm will. Man kann sich auch anstellen. Ich hätte gerne einen Arm. Ja, toll, kauf dir einen. Das geht dann schon. Wenn man will, dann kann man das. Ja, und dem fehlt alles andere. Das ist toll. Das ist zu eng gebaut hier. Da fehlt der Platz für Strom. Hier, komm, jetzt komm mal weg. Das ist mir zu doof. Wir haben noch alle Möglichkeiten der Welt hier für Strom. So. Ja. Das reicht locker und lange aus hier. Siehst du mal ganz viel Eisen. So. Ich glaube mal... Doch, ich packe da auch was von in eine Kiste rein, damit, falls ich mal Eisen in großen Mengen brauche. Wobei, wenn ich es jetzt hier aufschaue, dann kann ich da auch einfach durchrennen und dann habe ich das Zeug. Na, das passt schon. Ich erweitere das mal ein bisschen hier. So. Oh. Total erweitert. Wow. Riesige Mengen an Fließbändern sind da in mich reingeflossen. Deswegen heißen die auch Fließbänder und nicht anders. Wie auch immer die dann anders heißen würden. Keine Ahnung. Habe ich nie nachgefragt. Ich mache das mal so, damit die direkt an die richtige Stelle platziert werden. So. So. Siehst du mal. Direkt geteilt. Ach nee. Halt. Moment. Das ist ja Kupfer. Ha. Ich hab's vergeicht. Verdammt, ey. Machen wir's anders hier. Machen wir's so ordentlich halt. So. Das könnte man sogar noch... Ich mach das nochmal schneller hier. Zack. Man kann die praktischerweise einfach drüber bauen. Das heißt,
Man muss sich nicht mehr merken, wie die eigentlich sind. Nur einfach drüber bauen, das passt dann schon. So, da wird dann frei sein hier. Und da kommt so eine Überbrückung hier hin. Das ist natürlich schön. Kann man immer sehen, dass in der Mitte hier der Krams langläuft. Und dann ist das schön hier. Montagemaschine. Eisenplatten brauche ich. Die sind praktischerweise gerade mal hier. Wow. Und ich kann mir zumindest vorstellen, warum hier die schnelleren Fließbänder sind, weil irgendwann, wenn man da so richtige Mengen davon aussprottert vor dem ganzen Kram, dann braucht man das auch so ein bisschen. Dann hat man auch einen ziemlichen Durchsatz an Materialien. Ne, es kann ja nur begrenzt eng gepackt werden hier. Und irgendwann, also ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann noch relativ sehr eng werden könnte, meine ich. Kugelfeuerrate, ja. Machen wir die Feuerrate. Wir haben es ja erstmal, wir haben ja noch was zu tun hier, das passt ja schon. Weil ich mache hier nochmal eine weitere Vision hiervon ran. Es fehlt mir an, natürlich Eisen. Es fehlt mir immer an Eisen, das ist furchtbar. Wie gesagt, ne, ich habe vorher noch gesagt, ach ja, Eisen braucht man gar nicht so wahnsinnig viel. Beziehungsweise es kommt einem immer so vor, aber man braucht viel, man braucht wirklich viel. Das darf man keinesfalls unterschätzen. Wie kriegt es mal hin hier? Wahrscheinlich gar nicht. Es müsste ein versetzt sein oder ich müsste andere Dingens hier haben. Habe ich aber nicht. Ist egal. Das reicht so. Ist sowieso voll hier. Ist sowieso alles beschäftigt. Lampen. Ich kann Lampen herstellen. Wow. Das Ganze jetzt wird hier natürlich wieder reingezogen. Dann wieder rausgepackt. So. Ist ja richtig gedreht hier. Ich muss da mal so einen richtigen Berg von herstellen. Ich habe da zwar noch welche, aber trotzdem. Berge sind immer gut. Gerade wenn man die herstellt. Ne? Nichts geht über ein schönes Kunstwerk oder so. Ja. Hier Fließbänder sind ziemlich billig gemacht. Das ist der schöne Teil dabei. Man könnte sogar schauen, dass man die Sachen dann irgendwie zurück in die Mitte führt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das hier oben ist zwar gerade ein bisschen komisch, aber das kriegen wir bestimmt hin. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich habe in der Form begrenzt immer konzepthaltig gebaut, nennen wir es mal so. Das heißt, eigentlich immer recht durcheinander. Ich habe es nur mal versucht, nett auszudrücken. Aber, ne, ich bin ja immer offen für neue Herausforderungen. Zum einen kann man sagen, ich bin immer offen. Und zum anderen kann man sagen, für neue Herausforderungen. Von daher, das passt schon mal. Und wenn ich jetzt hier quasi, wenn ich hier nicht alles direkt gleichzeitig herstelle, sondern einfach nur meinetwegen Fließbänder herstelle, ist das auch schon mal voll in Ordnung. Dann könnte ich die theoretisch nach oben zurückführen und dann hier weitermachen. Wobei hier vorne der See, hier der Teich, der stört doch ein bisschen sehr. Ich hätte gerne hier so ein bisschen sehr viel mehr Platz. Das wäre mal schön. Oder ist auch die Frage, muss ich überhaupt nach rechts da weitergehen oder kann ich nicht einfach nach unten bauen? Dann? Ja, müssen wir mal schauen. Oder man macht da einfach mal einen Knick rein. Das wäre auch eine Möglichkeit. So. Was habe ich gesagt, was braucht man da? Ich hätte gerne Fleecebender. Floings. Eisenplatten, Eisenzahnrad. Ja. Das heißt, einmal von hier drüben was greifen, einmal von hier was schnorren. Ich mache ein paar mehr davon. Weil ich tatsächlich später fast immer nur mit den blauen Teilen hier gearbeitet habe. Mit den blauen Ärmchen. Die sind sehr, sehr angenehm. Weil die sind sehr, sehr viel fixer als die normalen. Ich glaube, dreimal so schnell, viermal so schnell, sehr viel schneller. Und hier kommen jetzt Fließbänder raus. Die könnte ich theoretisch hier mit draufpacken. Will ich aber gerade mal nicht, weil Fließbänder sind einigermaßen speziell. Die braucht man lange nicht überall für. Deswegen will ich die gar nicht mal auf dieser eigentlich recht allgemein gehaltenen Straße da haben. Jetzt könnte ich sagen, ich packe die einfach mal oben mit dran hier. Oder? Führe ich das jetzt nach unten? Wahrscheinlich führe ich das nach unten. Machen wir es so. Da brauche ich auch nicht so ewig viele von herstellen. Okay, das ist der eine Teil. Greifarme ist der kompliziertere Teil. Die stellt man her mit elektronischer Schaltkreis, Eisenzahnrad, hier Platte. Das heißt, wir sind hier schon mal richtig an sich. Aber wir müssen da trotzdem mal gucken.
Weil das hier ist auch nochmal ein extra Ding. Aus Kupferplatte, aus Eisenplatte und Kupferkabel. Ja, das ist halt der Trick dabei. Wir brauchen Kupferkabel. Nicht einzeln. Ich bin doof. Nicht einzeln herstellen. Nein, so viel Zeit habe ich auch nicht. Ich muss es irgendwie dann da reinbekommen. An sich würde ich die gerne hier oben herstellen. Ha. Wie mache ich das mal sinnvoll? Ich weiß noch nicht so ganz genau. Ich hätte es im Prinzip gerne, dass alle Ressourcen immer nach unten gehen und alles, was wirklich als Endprodukt zurückkommt, gerne nach oben geht, damit es quasi wieder von hier weiterverteilt werden kann. Das wäre ein Träumchen. Aber ich glaube, das bedarf ein bisschen der Überlegung, wie man das genau macht. Von daher sollte ich da vielleicht mal nachdenken. Ich sollte vielleicht mal damit anfangen. Und irgendwie fehlt mir gerade mal Musik. Ich habe die Musik. Ich bin auch doof, ich habe die Musik ausgemacht. Ich bin echt schlau. So, ist schon viel schöner. Das heißt, falls euch da die letzte Folge irgendwas gefehlt hat unter diese... Das könnte an der Musik liegen. So. Tut mir leid. Hab ich vergessen. Die Dinger sind da. Kupferkabel. Mach ich mal auch direkt hier, ja? Ich muss gerade mal ein bisschen nachdenken. Meine Schwäche, Schwäche, weil ich das nicht kann. Da kommt Kabel raus. Das geht angenehm schnell. Okay, das reicht von der Geschwindigkeit vollkommen aus. Die muss ich aber schneller rausspottern. Und ich hätte die gerne hier auf dem inneren Bereich, glaube ich. Hätte ich das gerne? Ja, hätte ich gerne. Oder hätte ich das gerne? Ja, doch, hätte ich gerne. Aber die Musik ist schon gut, muss ich ja sagen. Weiß es gut so? Ja, man müsste halt schauen, wie weit man hier runter will, ne? Mal so gesehen. Ich hätte die auch fast lieber gerne, dass die nach oben führen irgendwie. Na gut, wir kriegen das hin. Das heißt, das habe ich da, habe ich das Zeug dann. Ich könnte das auch von einer Fabrik hier, von einer Montagemaschine direkt in die nächste umstopfen. Allerdings wird so ein Kupferkabel sehr, sehr viel schneller hergestellt als die Weiterverarbeitung davon, als der eigentlich interessantere Teil. Drive Arm. Achso, hier elektronischer Schaltkreis. Ja, sehr gut. Da mache ich auch nochmal schnell einen Arm. Metall auch nicht. Könnte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, kann ich jetzt von dem hier darüber schauen, was der für Bedürfnisse hat, aber kann ich nicht. Kann ich leider nicht an der Stelle. Ich könnte mir jetzt theoretisch ausrechnen, wie viele ich von welchen bräuchte. Die bräuchten 0,5 zum Herstellen, brauchen 3 Kupferkabel. Wie viele Kupferkabel kommen dann immer bei raus? 2 brauchen 0,5. Das heißt, ich bräuchte theoretisch 2. Ne, warte mal, was will ich ausrechnen? Was ist der kleinste gemeinsame hier, der Vielfache und so? 3 Stück werden gebraucht, das heißt, wenn ich 2 von den Teilen hier produziere, auslaste, bräuchte ich 3 Kupferreihe Kabelherstellereien. Ich hoffe mal, dass das stimmt. Ich mach das einfach mal. Ich will das mal versuchen auszulasten hier. Ne? Wobei, das Herstellen von dem Kram ist 0,5. Ja. Ich will mal trotzdem probieren, ob das funktioniert. Es wäre mal ein Träumchen, wenn Mathematik mich an dieser Stelle tatsächlich voranbringen würde. Das wäre, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben. Nein, das nicht. Mathe ist schon praktisch, aber das erste Mal wären Let's Plays vielleicht, dass mich Mathe voranbringt. Ein bisschen zumindest. Hochrangige Mathematik. Was wollte ich genau? Achso. Nee, warte mal. Ich hab's falsch gemacht. Nö. Bin schlau. Davon wollte ich 3 bauen. Machen wir es dann halt anders. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Weg damit. Ich will mal ein bisschen vorbereiten, ne? Man kann das natürlich sehr viel einfacher lösen jetzt, glaube ich. Aber ich will das gerade mal schön haben. Das geht überhaupt nicht. So, 3 Stück davon. 3-mal kommt hier Kupfer rein. Und da fehlt die Musik schon wieder. Aber jetzt ist sie halt wirklich hier auf Sparflamme.
So, jetzt passt das aber. Warte mal, die müssen auch irgendwie rausgefüttert werden, verdammt. Wie kann ich das sinnvoll machen an der Stelle? Ich kann dann ja nicht immer so ewig viel Platz dazwischen behalten, oder? Doch, doch. Wir machen das einfach mal. Das wird jetzt nicht unbedingt der schönste Weg. Schön ja, aber nicht der schönste von allen. Ich hätte jetzt tatsächlich schon mal gerne Blueprints. Sieht das hier alles nacheinander, dass ich quasi nichts selber machen muss. Damit ich mir nicht jedes Mal das Gleiche ausdenken muss und vor allem mir nicht immer überlegen muss, ob das jetzt richtig ist, was ich gemacht habe. Ist das richtig? Wie viele Kabel werden hergestellt? 2 Kupferkabel, ne? Ja. Ich hoffe mal, ich mache nichts falsch. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich kenne meine Mathematik. Sie ist nicht immer schön. aber ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung. Vor allem, das wird gerade mal ein sehr langer Krams hier. Ist nicht unbedingt so optimal. So, sieht aber gar nicht mal so verkehrt aus. Die brauchen halt nur alle erstmal eine Aufgabe. Kupfer. Man braucht tatsächlich einigermaßen viel Kupferkabel. Von daher, hier haben wir das alles. Und damit kann ich jetzt wirklich mal hier rangehen und sagen, hier kommen. Achso, ich glaube erstmal so ein paar von den Wegen hier. So. Das fließt so wunderbar schön hier durch. Ich mag das, wenn das alles sich durch die Gegend bewegt. Das ist super. Damit bräuchte ich jetzt 2 von den Teilen hier. Meiner Berechnung nach. So. Wenn die Greifarme dann schnell genug sind, das ist halt noch eine Herausforderung, dass die Greifarme das auch mitmachen. Zumindest die in der Größe, die ich haben wollte. Oder man müsste das hier auf ein anderes, auf ein weiter entfernteres Band legen. Aber dann wird es irgendwann auch halt kompliziert. Das hier. Kabel und Krams. Das heißt, das kann ich auch beides direkt hier vorne klauen. Deswegen habe ich das hier gerne auf dem gleichen Band gehabt haben zu wollen, sein Tun. Damit das funktioniert. Das sieht sehr gut aus. Das ist wirklich schön. Das ging ziemlich fix sogar. Nehmen wir alles mit, ne? Braucht man immer mal. Einfach mal alles klauen. Ich hoffe mal, dass die Kupfermengen und Produktion hier oben, dass das alles mitmacht. Das scheint gut zu sein. Ansonsten, wir können immer noch mehr holen. Ja. Ich brauche vielleicht doch 2 Arme, oder? Bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Mal gucken, ob die schnell genug sind. Ehrlich gesagt.